Anzeige Frankfurt Mainz, Deutsche Presseagentur LAS, Alkoholmissbrauch und Komasaufen. In Rheinland-Pfalz sind 2018 insgesamt 1293 Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus, wie die DAK Gesundheit am Montag mitteilte. Sollen sich rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler unter dem Motto Bund statt Lau auch in diesem Jahr an einem Plakatwettbewerb mit dem Thema Alkoholprävention aussetzen. Der Wettbewerb wird seit 2010 jährlich ausgetragen. Die Folgen von Alkoholmissbrauch im Jugendalter können insbesondere durch Störungen in der gesundheitlichen und sozialen Entwicklung sehr weitreichend sein. Das müssen wir ernst nehmen, sagte die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Betzing-Lichtenteller, SPD, die die Schirmherrschaft die Plakate, die die Schüler gestalten, sollen den Angaben zufolge andere Kinder und Jugendliche auf die Risiken durch Alkoholkonsum aufmerksam machen. Copyright-Symbol, Deutsche Presseagentur Infocom, Deutsche Presseagentur, 210201992252906 Drittel Anzeige Kampagne.